Kaum ein anderes Thema beschäftigt die Bürgerinnen und Bürger so stark wie das Thema Stabilisierung unserer Währung. Deshalb wollen wir als FDP-Bundestagsfraktion bei diesem Prozess mit klaren marktwirtschaftlichen Prinzipien vorgehen und deshalb den Rettungsschirm EFSF durch ein neues Rettungspaket ersetzen, das heißt ESM. Dieser europäische Stabilisierungsmechanismus hat das Ziel, in der Tat endlich wieder feste Regeln zu schaffen, denn zu lange haben in der gesamten Eurozone alle das gemacht, was sie wollten. Der neue ESM ändert das. Wir werden mit Vertragsänderungen und dem neuen Rettungspaket dafür sorgen, dass Regeln eingehalten werden müssen, Haftung zurück in den Markt kommt und insbesondere dann diejenigen, die selbst die Probleme verursacht haben, also die Schuldnerstaaten, zuerst selbst die nötigen Sparschritte machen müssen. Das ist die Voraussetzung für unsere Darlehen. Ansonsten gibt es keine Hilfe. Diese Hilfe zur Selbsthilfe wollen wir aber leisten, weil uns der europäische Einigungsprozess auch wichtig ist. Deshalb, wir wollen Europa zusammenhalten mit marktwirtschaftlicher Vernunft und europapolitischem Geist.